Europäische Union ist eines der großen, nicht nur politischen, sondern auch wirtschaftlichen Player in der Welt, gleichzeitig auch eine Gemeinschaft, die wesentlich mit dem Christentum verbunden ist, weil ohne Christentum Europa nicht entstanden wäre, so wie wir es heute kennen. Die Bedeutung der Comice besteht vor allen Dingen darin, dass wir die Stimme der katholischen Kirche im Rahmen unserer Bischofskonferenzen bei den europäischen Institutionen, vor allen Dingen in Brüssel, aber auch in Straßburg sind. Und ich selber werde diese Aufgabe jetzt in einer doppelten Weise übernehmen. Zum einen war der Gründerpräsident der Comice mein erster Vorgänger als Bischof von Essen, Franz Kardinal Hengsbach. Und zum anderen hat jetzt gerade der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Marx, seine Zeit als Delegierter und eben 6 Jahre als Präsident der Comice beendet. Ich trete in große Fußstapfen. Das bedeutet einmal in geschichtliche, im Blick auf den historischen Grund, warum es die Europäische Union gibt, die wesentlich mit wirtschaftlichen, aber auch politischen Gemeinschaften unter allen Völkern Europas zu tun hat. Und zum anderen heute zu zeigen, was es heißt, in Zeiten von Papst Franziskus, in Zeiten, in denen die katholische Kirche wirklich global aufgestellt ist, zu sagen, wir haben eine Stimme in Europa. Und diese Stimme ist katholisch und im besten Sinne auch ökumenisch, das heißt im christlichen Erbe verpflichtet.